Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu dem Rat, trag kein weißes T-Shirt, wenn ihr auf die Idee kommt, irgendwas schwarz zu streichen. Bin ein bisschen doof. Egal. Nochmal ein Studio-Update. Ja, ich mache diese Videos trotzdem noch, wenn ich irgendwas mache. Und ich überlege gerade, ob sich hier drin was getan hat. Nein, hat sich nicht. Deswegen gehen wir zu dem Ort, wo sich tatsächlich was getan hat. Ich habe nämlich noch ein wenig in der Vocal Booth gebastelt. Es wird dunkel. Machen wir das Licht an. Tada! So, ihr seht es schon. So. Es ist ein bisschen schwer auf Kamera zu kriegen, ne? Ich gehe mal ganz raus. So. Ja, es kommt nicht so wirklich rüber. Was habe ich gemacht? Also ganz offensichtlich habe ich schwarz gestrichen. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen mag ich die schwarze Optik, sie verzeiht relativ viel. Vermutlich werde ich noch so ein bisschen mal gucken, wo es dort doch so hässlich ausschaut und nochmal drüber. Und man verliert so ein bisschen die Größe des Raums, vor allem wenn nachher das Licht auch aus ist, ist man hier einfach in so einem Räumchen. Ohne wirklich Sinn für potenzielle Klaustrophobie. Also ich finde es persönlich angenehmer. Ein paar Leute haben gesagt, okay, ja klar, mach, cool. So, der andere Grund ist, hier ist zwar aktuell noch kein Fenster, aber da wird ein Fenster reinkommen und auch hier an die Tür wird noch ein Fenster kommen. Und schwarze Wände sparen mir Reflexionen ohne Ende. Ich sehe das gerade in der Regie, wie viel von der Rückwand in der Regiewand, in der Regiescheibe reflektiert. Und ich will, dass die Leute hier nachher eine coole Line of Sight haben. Vor allem, weil das Fenster hier ja auch, wo ist es? Da. Sorry für den Wackler. Das Fenster hier ja auch schief ist zu dieser Wand. Also ich schaue ja nicht direkt. Das ist die Achse, in die ich reinsinge. Das ist aber nicht die Achse, wo das Fenster ist. So, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, und um hier einfach Reflexion los, also visuelle Reflexion in diese zukünftig kommende Regiescheibe, Fensterscheibe, die hoffentlich bald kommt, loszuwerden, schwarz gestrichen. Was ich auch noch gemacht habe, ist, hier waren vor dem Umbau ganz viele Molton-Decken drin, auch Stativen hier hinten reingehängt. Großer Absorber, 10 cm. 10 cm. Hier, man sieht ihn kaum, schwarz auf schwarz. Großer Absorber. Und hier noch einer mit nur 5 cm. Das sind einfach Reste verwendet. Und hier oben noch die kleineren Absorber. Reste verwertet. Und dann gibt es hier auch noch den Akustikvorhang. Das heißt, wenn ich hier drin stehe, und hier ist auch noch Dämmwolle und Zeugs dahinter. Das heißt, wenn ich hier drin stehe, ist es aktuell mittlerweile furztrocken. Und das ist genau das, was ich haben will. Also auch schon ohne Vikustikmodule wird es furztrocken. Und die werden hier nachher weiß. Hier das gleiche Holz wie draußen, also auch dieses Eichending. Hier weiß. Und die hier, mal gucken, hier oben auf jeden Fall dann auch Eiche. Das heißt, hier rein kommt noch Helligkeit und auch der Boden wird nachher genau der gleiche Laminat wie in der Regie und dann später auch hier. Das ist übrigens der nächste Schritt, den ich mache. Das ist gerade das Klavier so ein bisschen der Gegner, warum das nicht vonstatten geht. So, und zurzeit bin ich am Überlegen, weil ich habe hier noch zwei USB-Platten, ob ich mich an eine Tür wage. Ich habe noch nie eine Tür gebaut. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich bin am Überlegen, ob ich es einfach mal probiere. Und zwar würde ich vermutlich diese Tür hier machen, um die Isolierung zum Flur zu verbessern. Oder die von der Vocal Booth. Ein Grund für die Vocal Booth wäre, ich habe noch ein bisschen Glas über, bin jetzt aber auch am Überlegen, ob ich jetzt provisorisch hier die Scheibe in die Booth mache. Gerade so die Überlegung. Ich habe, die lagen da mal rum, vier Plexiglasscheiben.
gefunden. Und waren wir überlegen, die in die Tür von der Vocal Booth zu packen. Also zwei in die eine Tür, zwei in die andere Tür. Mal gucken. Oder ich packe es jetzt eben hier in das Fenster. Das wäre die andere Variante. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zurzeit ist das noch so ein... Traue ich mich, das zu machen? Traue ich mich, das zu machen? Weil für mich sind die Fenster absolute Schreiner- und Glaserarbeit. Da hätte ich eigentlich gerne jemanden, der das professionell macht. Der das macht. Da muss ich mal gucken. So. Genau. Regie übrigens ist mittlerweile kleintechnisch komplett bei mir abgesegnet. Das ist total geil. Ich fühle mich unglaublich wohl, da drin zu mischen. Ich habe heute den ganzen Tag quasi gemischt und halt schwarz gestrichen, wenn ich mal die Ohren frei kriegen wollte. Ich habe jetzt Aufnahmen gehört von Nico and the Sinister Blues. Das kommt bald, die wir hier drin gemacht haben. Der Raum ist cool. Ich fühle mich wohl hier drin. Ich habe ein saugutes Gefühl, hier drin Mucke zu machen. Also bis jetzt ist die ganze Corona-Umbauaktion ein absolutes Yay. Und ich bin total happy. Bis jetzt. Ich melde mich, wenn es irgendwelche Probleme gibt. So, wie geht's weiter? Ich habe jetzt tatsächlich relativ viel zu tun. Immer noch. Will aber bis zum Ende des Jahres einfach noch so viel hier drin gemacht kriegen, wie ich gemacht kriege, weil da nächstes Jahr andere Prioritäten sind. Es soll hier auf jeden Fall noch Boden rein, weil der Boden ist urhässlich. Da liegen noch Reste von drüben, die ich dann hier auch verwende. Und in der Booth, das soll dieses Jahr definitiv noch gemacht werden. Und ich überlege zurzeit jeden Tag aufs Neue, mit welchen Akustikmodulen ich weitermache. Und das ist so ein typisches, naja, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Variante 1 wäre, Basstraps drüben in die Regie. Das sind aber mindestens, also die gibt es dann, könnte mir dann so zwei wären dann möglich von Bicoustic, die Bass Extreme. Ich hau mal die ganzen Links dazu und in die Beschreibung auch zu den Dingern hier. Also Bassabsorber für da drüben reichen zwei, ich bräuchte eigentlich eher vier, eher sechs, auch nur ein Drittel. Bassabsorber hier, Aufnahmeraum, brauche ich eigentlich neun, also ist das auch nur so ein bisschen angefangen. Dann könnte ich mit Absorbern in der Booth anfangen, mit den Wavewood-Absorbern in der gleichen Farbe wie hier, um dem Ganzen da drüben noch den Holzcharakter zu geben. Wäre eine Variante, weiß ich nicht. Dann wäre es eine Variante, die Akustik-Panels hier übers Drumset fertig zu machen oder die Diffusoren hier. Also, die Liste ist ewig an Sachen, die ich kaufen könnte. Geld ist natürlich nicht unendlich da. Und das sorgt dafür, dass ich mich zurzeit täglich quasi umentscheide und nicht so wirklich weiß, was ich machen soll. Es macht aber nichts, weil eins davon ist nachher schon richtig. Und ich gehe mittlerweile nach dem, das, was mich dann nervt, wenn ich das Geld habe, mache ich. So. Genau. Ich versuche jetzt erstmal wieder ein bisschen Mucke zu machen. Ich ignoriere diesen Haufen da. Erstmal sind keine Leute da, die dieser Haufen stört. Solange freue ich mich hier über eine schicke Vocal Booth. Finde ich tatsächlich sehr schick. Das schaut irgendwie schaut es cool aus. Hat ein bisschen was Puffiges, aber naja. Genau. Mach mal weiter Mucke. Wenn ihr mich irgendwie in dieser ganzen Sache unterstützen wollt und auch auf meinem ganzen YouTube-Channel unterstützen wollt, schaut gerne auf Patreon vorbei, schaut gerne auf Buy Me A Coffee vorbei und schaut mal noch bei Nico and the Sinister Blues vorbei. Das Projekt, das wir hier drin gemacht haben, das demnächst startet und sehr, sehr cool ist. Genau. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Studio-Umbau-Update und hoffentlich auch bald wieder ordentlicher Content. Ich sammle gerade Themen und versuche dann einfach mal einen Tag zu finden, wo ich mich wieder rüberstelle vor die Kamera und einfach ein paar Sachen runterdrehe. Vielleicht schaffe ich es am Samstag und ihr habt am Sonntag schon wieder Footage. Ich will es nicht versprechen. Ich tue mein Bestes.
Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssili.